Über 150 Titel standen zur Wahl, über 20.000 Leute haben abgestimmt. Heraus kamen die Top 10 der eurer Meinung nach besten Anime-Serien 2017. Und hier sind sie. Auf einer vulkanartigen Insel tut sich ein abgründiger Schlund auf, der Abyss. In ihm schlummern zahlreiche Geheimnisse, eigenartige Kreaturen und mysteriöse Relikte vergangener Zivilisationen. Keiner, der sich in die Tiefen der Kluft gewagt hat, wurde jemals wieder von ihr freigegeben. Das Mädchen Riku, die ihrer Mutter nacheifert und eine bekannte Höhlenforscherin werden möchte, trifft auf einem ihrer Ausflüge einen mysteriösen Roboterjungen, mit dessen Hilfe sie sich weiter in das unbekannte Höhlensystem wagt. Trotz der unbefangenen Abenteuerromantik, die der kindliche Charme dieser Serie anfangs ausstrahlt, schlägt das Setting schon bald immer wieder in erwachsen düstere, brutale, aber teilweise auch fragwürdig sexuelle Abschnitte um, sodass man sich fragt, ob reifere Protagonisten nicht die bessere Wahl gewesen wären. Nichtsdestotrotz schafft es der Titel mit gerade mal 14 Stimmen Vorsprung auf Platz 11 in eure Top 10 des letzten Jahres. Die 2017 durften sich schließlich auch die SAO-Produzenten A1 Pictures der Fate-Feuertaufe unterziehen. Und obwohl man kritisieren kann, dass diese Adaption ihrer Light-Novel-Vorlage leider nur wenig gerecht wird und einiges an Potenzial ungenutzt lässt, scheint das Studio angesichts dieser Platzierung eurer Meinung nach solide Arbeit geleistet zu haben. In diesem alternativen Universum zu Fate Stay Night wurde der wunscherfüllende Heilige Gral von einer mächtigen Magierfamilie in Anspruch genommen. Dies veranlasst die Magiervereinigung in einen Krieg, um das uralte Relikt zu ziehen, bei dem nicht mehr viele einzelne Paarungen, sondern zwei riesige Teams aus Magiern und Servants um die Vorherrschaft kämpfen. Schon als Yuki Tabatas Manga 2015 im Weekly Shonen Jump anlief, konnte Black Clover den Vergleichen mit Naruto und Bleach nicht entgehen. Mit der Anime-Adaption trat die Serie endgültig in die Fußstapfen der beiden Shonen-Größen, denn auch hier ist Studio Pierrot für die Umsetzung verantwortlich. Wie weit Asta seine Abenteuer als magischer Ritter des Clover-Königreichs noch führen werden, steht bei, in Anführungsstrichen, nur 50 angekündigten Folgen, bisher noch in den Sternen. Doch wenn es nach eurem Voting geht, hat Black Clover beste Chancen, den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Nachdem Kazuma an der Angst, überfahren zu werden, gestorben ist, wird er von der Wassergöttin Aqua im Jenseits vor die Wahl gestellt, ob er in den Himmel oder in eine Fantasywelt möchte. Er entscheidet sich für ein neues Leben, schleift Aqua aber gegen ihren Willen mit sich. Um Geld mit Aufträgen zu verdienen, nehmen sie zwei weitere Kämpfer in ihre Gruppe auf. Megumin, die einmal pro Tag ihre Explosionsmagie nutzen kann, und Darkness, eine masochistische Kriegerin, die kein Kampftalent besitzt und sich als Tank vor ihre Kameraden stellt. In der zweiten Staffel der Isekai-Parodie versucht die Idiotenbande weiterhin, sich hochzugrinden und ein gutes Leben zu führen, während sie verschiedenste Abenteuer erlebt. それは僕
Gut 6 Jahre ist es her, dass die erste Staffel der Abenteuer von Satans Sohnemann anlief. Auch wenn die 2017er Serie als Nachfolger klassifiziert ist, setzt sie aufgrund der damaligen Abweichung vom Manga nicht am Ende des Vorgängers an, sondern in etwa ab Folge 17. Rin versucht, seine mächtigen Kräfte kontrollieren zu lernen und das verlorene Vertrauen seiner Begleiter zurückzugewinnen. Gleichzeitig verheddern sich er und der Rest der altbekannten Truppe in einem Netz aus Intrigen um den unreinen König, einem mächtigen Dämon aus der Edo-Periode, der wiederbelebt werden soll. Chise hat mit ihrem Leben schon abgeschlossen, als sie sich an den Magier Elias verkaufen lässt. Der entführt sie als seine Schülerin und Braut, jedoch in eine Welt der Feen, Drachen und Geister, die zwar unwirklich und melancholisch, zugleich aber auch überirdisch schön ist. Diese schlichtweg zauberhafte Atmosphäre von Kore Yamazakis Manga hat Studio WIT perfekt eingefangen und nimmt uns so seit Herbst letzten Jahres mit Die Braut des Magiers auf eine verträumte Gefühlsachterbahn mit, die einen wie der Sog des Feenreichs so schnell nicht mehr loslässt. Seit 2017 war das Ende einer Ära, die Story von Naruto endete. Wie, wird an dieser Stelle aus Spoilergründen nicht verraten. Nun war es an der Zeit, das Zepter weiterzureichen, eine neue Generation Ninjas steht in den Startlöchern. In einem von Frieden geprägten Konoha, das sich der modernen Welt geöffnet hat, wächst Narutos Sohn Boruto auf. Als Sprössling seines namhaften Vaters belächelt, will er den Respekt der anderen Ninjas in der Stadt verdienen und seinem Mentor Sasuke nacheifern. Mit seinen Kameraden kämpft er in einem neuen Team für Konoha und sich hier auf Platz 4 eurer besten Liste. Nachdem sich Yuki Hirasoma und seine Freunde den harten Kochherausforderungen der Herbstwahlen gestellt haben, steht das alljährliche Schulfest an. Der hitzköpfige und rotschopfige Protagonist lässt sich in seiner stets ambitionierten Art dazu hinreißen, den Koch Kuga und seine chinesische Küche um seinen Platz in der Elite 10 herauszufordern. Währenddessen findet zudem ein weiteres Ereignis statt, das die Akademie in ihren Grundfesten erschüttert und Soma vor eine weitere Herausforderung stellt. Food Wars Staffel 3, euer Platz 3 im Jahr 2017. Nach dem nervenaufreibenden Kampf gegen den weiblichen Titanen in der ersten Staffel entdecken die Protagonisten aus AOT Season 2 einen der gefährlichen Riesen inmitten der so sicher scheinenden Mauer Sina schlummern. Was hat es damit auf sich? Im Laufe der Handlung gilt es, dieses Mysterium zu lösen. Dabei treffen die Hauptfiguren auf alte Bekannte, entdecken neue Titanenarten und werden in eine Verschwörung immensen Ausmaßes verwickelt. Thank you.
Eine erneut spannende und überraschend düstere Handlung, kombiniert mit einem gewaltigen Soundtrack von Hiroyuki Sawano, stehen ihrem Vorgänger wahrlich in nichts nach. Auch in diesem Jahr kämpft sich die Geschichte um den ehemals kräftelosen Deku, der es durch Mut, Unerschrockenheit und Herzblut schaffte, sein Schicksal zu ändern und seinem Traum nacheifern zu können, in eure Jahresbestenliste. Nachdem wir den sprichwörtlichen Held der Serie in der ersten Staffel auf seinem beschwerlichen Weg in die Hero Akademie begleiteten, geht es in Season 2 so richtig ans Eingemachte. Zum Beispiel in einem Wettkampf, in dem die Nachwuchshelden ihre individuellen Fähigkeiten nutzen oder mit anderen im Team zusammenarbeiten müssen. Actiongeladene Kämpfe, herbe persönliche Rückschläge, aber auch das Überwinden eigener Grenzen sorgen für eine spannende Nachfolgestaffel und bescheren Boku no Hero Academia den ersten Platz dieser Liste und den Titel des beliebtesten und demnach eurer Meinung nach besten Animes 2017.